Ich helfe dir mal. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Die App. die App. Und die App. Aha! Aha! So, Uli, du bist ja eigentlich von dir auf deinem Mist, ist das ja alles gewachsen. Jetzt erzähl doch mal kurz, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Ich habe mit einem guten Freund darüber gesprochen, dass ich so frustrierend finde, dass an sich wir so viele Möglichkeiten als Gesellschaft haben, sei es mit Masken tragen und sei es mit der App und den anderen Dingen, die eigentlich gesellschaftlich fast nichts kosten und aber leider nicht so viele Leute sie nutzen. Gerade bei der App, 18 Millionen Leute haben sie installiert, davon wahrscheinlich noch nicht mal alle aktiviert. 50 Millionen haben Handys, wo es läuft, aber ganz viele Leute haben gesagt, ja, mein Handy. Und ja, aber es gibt einfach ganz viele Leute, die können einfach mitmachen. Und die machen aber nicht alle mit. Und das ist so schade, weil es ist dann oft die Frage, machen wir jetzt zum Beispiel jetzt die Kindergärten zu oder die Schulen? Oder machen wir das? Und was ist mit der Gastro? Und es sind einfach so viele Sachen, natürlich Interessenskonflikte, die da sind. Und die sind natürlich viel kleiner, wenn einfach generell die Infektionszahlen niedriger sind. Dann haben wir einfach als Gesellschaft gerade viel weniger Stress. Und natürlich, es sterben weniger Leute. Und beides kann man erreichen, wenn einfach mehr Leute, die von diesen 90%, die praktisch sowieso sagen, ja, hey, die Maßnahmen sind cool oder die Maßnahmen, also nicht cool, die sind nicht, machen keinen Spaß, aber die Maßnahmen sind okay oder die Maßnahmen sind noch nicht mal strikt genug, wenn diese 90% einfach sich auch halbwegs dran halten. Keiner hat ja Bock auf die nächste Corona-Welle. Aber was sollen wir drei dagegen machen? Ich meine, wir sind keine Supermillionäre, wir sind keine Spitzenpolitiker, uns gehören jetzt keine Zeitungen. Wie seid ihr darauf gekommen, dass wir hier wirklich was ändern können? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es sich lohnt, dass jeder Einzelne von uns versucht, alles zu tun, was er kann. Ich kämpfe gegen das ewige E, gegen das, ich kann eh nichts ausrichten, es macht eh keinen Sinn, wir sind eh alle zu klein, das passiert eh alles ohne mich. Da kämpfe ich dagegen, da möchte ich mich mit abfinden. Und auch wenn ich nur eine Einzelperson bin und auch nur mein Radius relativ klein ist, dann versuche ich halt genau diese Möglichkeiten, die ich habe, zu nutzen und so viel zu bewegen wie möglich. Weil wenn jeder nur ein bisschen was tut, dann ist es im Gesamten eine ganze Menge und dann können wir auch zusammen was erreichen. Also mussten wir viele erreichen und uns drei kennt nun niemand und da mussten wir uns ein bisschen Bekanntschaft und die Netzwerke von anderen Leuten ausleihen. Heißt, wir sind losgegangen und haben ganz viele Leute angesprochen, alle möglichen Leute angeschrieben. Politikerinnen, Politiker, Influencer, Journalisten, andere Arten von Prominenten, aber auch ganz viele Unbekannte. Weil am Ende kommt es ja nicht darauf an, ist jemand besonders prominent oder reich oder bekannt oder sowas, sondern es kommt auf jeden Einzelnen an. Auf dich, auf mich, auf uns alle, was zu tun, um diese nächste Wellen aufzuhalten. Ich finde auch deshalb dieses Bild von dem Wellenbrecher eigentlich ganz schön. Weil auch wenn man sich anguckt, wie das halt normal am Strand ausschaut oder wo du diesen Wellenbrecher halt baust, damit die Wellen, damit die Kräfte der Natur unsere Infrastruktur oder unsere Strände nicht zerstören. Und da reicht es nicht, wenn da ein Poller steht oder so. Einer reicht nicht, und auch wenn der riesengroß ist, sondern du brauchst eine verdammt lange Kette, eine verdammt starke Kraft, die halt diesen Wellen sich entgegenstellt. Und das können wir als Einzelperson auch sein. Wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir uns alle dran halten und jeder seinen Beitrag leistet, dann können wir das schaffen. Ich fand das total cool, als du mit diesem Bild vom Wellenbrecher angekommen bist, weil das gibt eben auch eine aktive Rolle ein. Ich kann was tun dafür, dass diese Welle bricht. Genau. Man hat ja so das Gefühl, man ist so passiv diesem Ding ausgeliefert. Und so kannst du halt aktiv werden. Und was ich auch unheimlich spannend finde, ist, ob Leute vielleicht auch selber aktiv werden und selber kreativ werden. Vor allem auch, dass jemand vielleicht ein Wellenbrecherbild malt oder einen Mundschutz macht mit dem Ding oder keine Ahnung, you name it. Was auch immer die kreativen Köpfe da draußen vielleicht draus machen. Also es ist mir nicht wichtig, dass sie sagen, so, wir haben jetzt so ein Video gemacht und das müsst ihr jetzt irgendwie alle liken und toll finden und haltet bitte die Klappe und macht mit, sondern nein, ihr habt alle eine kleine Macht in diesem großen Gesellschaft, in der großen Gesellschaft, in der wir leben und ihr könnt eure Macht auch nutzen, wenn ihr das wollt. Und da
vielleicht fällt etwas ein, auf das wir niemals kommen würden. Natürlich haben wir gewisse Privilegien, wir drei, die wir hier sitzen. Und das muss uns irgendwie auf jeden Fall klar sein. Aber ich glaube, es gibt auch einfach sehr, sehr viele andere Menschen da draußen, die einfach die Möglichkeiten haben, unsere Welt ein klein bisschen besser zu machen und sie nutzen können. Und natürlich muss das nicht jeder machen, aber es geht viel mehr, als was gerade passiert. Ja, und wenn jeder ein bisschen was macht, dann kann sich einfach echt was ändern. Und ich finde, die Erfahrung war total geil, mit euch zusammen Leute anzuschreiben, unsere Netzwerke, die jetzt nicht so gigantisch groß sind, aber trotzdem das zu nutzen, Leute anzuschreiben und was wir da zusammenbekommen haben an Leuten. Das hätte ich ja nie gedacht, dass wir an die drankommen, dass wir die überzeugen, dass die mitmachen. Und das bestärkt mich total darin, dass auch wenn wir eben keinerlei besonderen Superressourcen haben, wir richtig viel erreichen können. Und ich finde es richtig cool, was wir da entwickelt haben. Ich finde auch gerade, wie viel dabei rumgekommen ist, obwohl wir drei Dullis da irgendwie nur wie drei Dullis losgezogen sind, ja, zeigt mir oder zeigt vielleicht auch anderen, was möglich ist, wenn man es einfach mal probiert. Klar, sowas kann auch mal schief gehen und wer weiß, wie viele Leute überhaupt dieses Video sich angucken. Aber ich glaube, wir haben einfach ein paar Leute erreicht und allein darauf, wir haben einfach mit wichtigen oder auch nicht so wichtigen Leuten einfach mal gesprochen und ich habe auch viele Gespräche geführt, so hey, willst du es unterstützen? Und dann ein Kumpel von mir so, ja, ich bin eigentlich schon dabei, aber irgendwie auch mit der App und irgendwie, ich weiß ja nicht so genau. Also einfach mehrere Leute haben sich zum Beispiel die App in diesem Prozess installiert, einfach weil wir halt mal drüber gesprochen haben. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Ich fand es auch ganz cool, Uli, am Anfang hattest du diese Idee mit der App, du hast gesagt, du hättest gerne, dass es zum guten Ton gehört, dass man die App benutzt. Und am Anfang war ich da ein bisschen skeptisch und dachte, ja, zum guten Ton, weiß ich nicht. Und mittlerweile finde ich das, je mehr ich drüber nachdenke und je mehr ich mich damit beschäftige und auch mit den Leuten spreche, wollt ihr mitmachen oder nicht, desto besser finde ich das. Das ist eine ganz gute Beschreibung eigentlich dessen. So wie es schon ganz normal ist, in die Armbeuge zu niesen. Früher hat das ja niemand gemacht. Also, warum soll ich das machen? Habe ich den ganzen Rotz? Und jetzt ist es ganz normal, weil es einfach sinnvoll ist. Und so musste ich das auch durchsetzen, dass die Leute sagen, okay, diese App, die ist einfach verdammt sinnvoll und wir müssen die alle nutzen und das ist eine gute Sache. Und wenn du das nicht machst, dann bist du uncool und wenn du sie nutzt, bist du cool. Und zwar jetzt nicht in Müll, ich bin cool, sondern das ist wirklich cool, weil es einfach fürsorglich ist und weil man da Verantwortung hat. Ja, und dass mehr Leute die App installieren, war ja so der Ausgangspunkt. Und dann haben wir gedacht, okay, das kann aber auch nicht die einzige Message sein. Eigentlich sollte die Message eher sein, okay, Leute, achtet alle auf die Regeln, die es da gibt und nehmt aber auch die App dazu. Und so kam dann die Idee, dass wir aus Aha, Aha machen, das einfach noch erweitern um einen weiteren Punkt. Das finde ich ganz witzig, wenn ich mit Freundinnen oder Freunden rede und sage, ey, hast du die App? Und die sagen, nee. Und dann sage ich, ey, die musst du installieren, die ist voll gut. Und dann sagen sie mir, ach du, wenn du das als Datenschützerin sagst, dann mache ich das. Und das freut mich natürlich ein bisschen, weil ich sonst immer diejenige bin, die sagt, na, das darfst du nicht, das kannst du nicht machen, verschick doch keine Fotos per WhatsApp und so. Und da hat es mir durch mein Standing ganz gut geholfen, dass die es sich dann doch getraut haben. Und die gesagt haben, ja, wenn Theresa das macht, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, also ich finde die Erfahrung, die wir hier gemacht haben, total spannend. Und am Anfang haben wir alle nicht so richtig absehen können, wie groß wird das, wie viel Zeit braucht das auch von uns. Und wir sind da so ein bisschen blauäugig reingestolpert und haben gedacht, okay, wir starten das jetzt mal, weil irgendwas müssen wir machen. Ich war hier in Berlin am Rande dieser großen Verschwörer-Demo unterwegs und fand das total erschreckend, die Leute da so in live zu sehen und die Stimmung dort mitzubekommen. Es war was anderes, als nur darüber zu lesen, dass das so eine große Szene ist und dann die ganzen Nazis neben anderen Leuten daherlaufen zu sehen, das war total erschreckend. Und ich hatte auch diesen Impuls, okay, ich will was machen. Habe aber natürlich nicht absehen können, was bedeutet das jetzt hier, diese Videoschnittaktion zu machen. Dachte, ja gut, wir schreiben ein paar Leute an und dann wird am Ende ein schönes Video raus. Aber auf einmal ist das Ding total groß geworden und wir haben total spannende Leute da reingeholt. Und das hat dann schon auf einmal ganz viel mehr Zeit gebraucht. Aber ich glaube, wenn wir es anders gemacht hätten, wenn wir erstmal groß geplant hätten und überlegt hätten, und ne, dann wäre das nicht gekommen. Das war irgendwie genauso, wie es kommen musste. Es gab eine Idee, wir haben die Idee erweitert, wir haben den Text geschrieben, haben am Text gearbeitet, haben Leute angeschrieben, die haben Videos eingereicht und dann wurde das größer und größer. Und das fand ich eine total spannende Sache, das so mitzubekommen. Und ja, man muss auch sagen, wie viele Leute da einfach im Hintergrund Arbeit reingesteckt haben. Also ganz klar, man muss ihn einfach mal nennen, Julian, der einfach schneidet seit Tagen, aber sein Gesicht nicht so gerne präsentieren will und seinen Namen sich noch nach vorne spielen will, der hat eigentlich von uns allen, glaube ich, einfach am meisten Aufwand reingesteckt. Und es ist so ein bisschen schade, dass wir ihn da nicht so richtig pushen können damit. Einfach er oder auch einfach viele andere Leute, die da im Hintergrund tätig sind und die Sachen geschickt haben, die
die teilweise, also wenn ich zum Beispiel mal herausheben will, irgendwie Patrick Krenn, der seit langer Zeit beatmet wird, weil der aufgrund von irgendeiner Muskelschwäche quasi eigentlich nur noch seinen Finger bewegen kann und seine Augen und seit Jahren beatmet wird und der natürlich zur Höchstrisikogruppe gehört und der gesagt hat, hey Mann, ich unterstütze es irgendwie auf jeden Fall und der hat einfach, der hat diesen Text auswendig gelernt. Also wir haben am Anfang immer wieder darüber gesprochen, wie wir irgendwie das machen, damit man schön in die Kamera guckt und so, dass es schön kommt und der hat halt, ich habe gedacht, wie hast du das gemacht? Hast du dir so einen Teleprompter gebaut? Und er so, nee, ich habe halt mir den Text so gemerkt. So. Und what? Der aber auch nicht durchgängig sprechen kann, weil einfach dieses Beatmungsgerät für ihn atmet. Das heißt, er muss immer rhythmisch, wenn gerade das Beatmungsgerät so und so arbeitet, muss der halt irgendwie sprechen. Und wie viel Aufwand der da reingesteckt hat und wie viel Kraft. Hammer. Und so viele andere auch. Ja, danke schön. Ja, und einfach, wie wichtig das ist für gerade für Leute wie ihn, aber auch für uns alle, dass wir uns an diese Regeln halten, dass wir Corona eindämmen, dass wir nicht so tun, als wäre das halt eine etwas schlimmere Grippe, sondern da geht es wirklich um Leben und Tod. Und darauf kommt es auf jeden an. Und wir können da wirklich Maßnahmen ergreifen, die nicht so wahnsinnig wehtun. Maske, ich helfe dir mal. Abstand, Hygiene. Alltagsmaske und? Die App. Die App. Und die Aha. App. Aha. Aha. Ja, und ich meine, die Sache ist doch, wenn wir das tun, also die meisten Menschen in Deutschland und auch irgendwie weltweit, die eine Maske aufziehen müssen, müssen ja nicht die ganze Zeit eine Maske aufziehen, sondern die müssen mal eine Maske, also ich muss eine Maske aufziehen, wenn ich mal in den Supermarkt reingehe, um was zu kaufen. Ich muss dreimal am Tag 5 Minuten die Maske aufnehmen. Und ich glaube, es gibt viele, viele andere Leute, die sich unglaublich darüber aufregen, dass sie jetzt eine Maske ausziehen müssen, weil sie kurz mal raufziehen müssen. Und ich finde es so krass den Leuten gegenüber, die zum Beispiel in Krankenhäusern arbeiten. Eine Freundin von mir arbeitet in einer Kinderklinik, in der Kinderherzklinik und die muss einfach pro Tag 8 bis 10 Stunden eine Maske aufhaben. Und die darf auch blöderweise nur bestimmte Masken aufziehen, die von der Klinik irgendwie quasi gesponsert werden. Und die ganzen Leute in ihrer Abteilung, alle in ihrer Station, die rennen, die haben aufgeschürfte Ohren und die haben sich alle so Watte dahinter gepackt und sowas. Und wenn man das die ganze Zeit macht, mal wie anstrengend das ist. Und dann kommt irgendjemand und sagt so, nein, ich mache das nicht, weil es schränkt meine Freiheit ein. Und irgendwie, ich finde das so krass, dass die anscheinend nicht denken, dass es andere Leute gibt, die wirklich, wirklich viel Kraft da reinsetzen müssen, um auf diesen Schutz zu achten. Oder auch Pädagogen, was ich mitbekomme, was die teilweise sich für, also ich bin ja selber Pädagoge auch, was die sich für krasse Sachen überlegen, damit sie mit Jugendlichen arbeiten können und das alles irgendwie sicher abläuft. Und dann machen andere Leute so, wir machen so eine Party und ihr könnt kommen, wie ihr wollt und irgendwie, wir gehen ganz nah und haha, ist doch okay. Ja. Ah. Ja. Und ich finde, noch einen wichtigen Punkt ist, diese Maßnahmen, die tun nicht weh, die kann man machen. Und es gibt, auf der anderen Seite, gibt es total legitime Kritik an der Corona-Politik, da nämlich, wo es um Entschädigungszahlungen geht, da, wo es um die Frage geht, okay, wie wird den Leuten geholfen, die wirtschaftlich wirklich in Not gegangen sind. Und wir hatten gerade neulich in Berlin noch eine Demo von der Veranstaltungsbranche, die haben das voll im Einklang mit den Regeln gemacht, die haben Abstand gehalten, die haben die Maske getragen und die haben ihren Protest auf die Straße getragen, weil sie gesagt haben, Leute, wir sind am Arsch, wir brauchen Hilfe, uns fehlen die Gäste, wir gehen reihenweise pleite, wir brauchen Hilfe. Und da muss man sich natürlich schon fragen, oder der muss an der Politik auch mal sagen, sag mal, an wen schüttet ihr eigentlich die Milliarden aus? Warum kriegen denn die ganzen Solo-Selbstständigen nicht genug Geld, um sorgloser schlafen zu können? Warum wird denn die Veranstaltungsbranche nicht gepäppelt? Warum fliegen denn die 9 Milliarden zu Lufthansa? Warum suchen wir 30 Milliarden Cum-Ex-Gelder? So, das geht einfach gar nicht. Also man kann dagegen protestieren, man sollte das auch können, das ist total legitim, man muss es aber auf eine Art und Weise machen, die nicht das Leben anderer gefährdet. Und ich hoffe sehr, dass wir mit unserer Aktion da einen kleinen Beitrag zu leisten. Und natürlich, ich meine, es heißt dann ja immer wieder, ja, unsere Grundrechte werden eingeschränkt. Es ist so, dass man immer eine Konkurrenz von Grundrechten hat. Das Recht auf Leben und das Recht, irgendwelche Dinge tun zu können oder nicht, das ist ganz normal, findet immer statt, da muss immer eine Abwägung stattfinden. Und da wird es natürlich immer Leute geben, die unterschiedlicher Meinung sind, die sagen so, hey, für mich ist aber dieses Recht total wichtig und das könnt ihr doch gar nicht einschränken, aber gleichzeitig schränkt es halt das Grundrecht eines anderen Menschen ein, der halt irgendwie eine andere Meinung oder eine andere Situation hat. Und da finde ich es einfach total wichtig, dass diese Diskussionen stattfinden
Und schlussendlich muss am Ende jemand entscheiden. Wir haben da auch einen demokratischen Prozess, wo wir das machen. Und die 90% der Leute sagen, das passt oder sagen, es sollte noch mehr sein. Also nicht, die sagen nicht alle, das ist genauso richtig und ich würde es genauso machen, sondern die sagen, hey, es scheint im Großen und Ganzen okay zu laufen. Und so, das ist sehr selten in unserer Gesellschaft, dass die Leute da so einer Meinung sind. Und das heißt natürlich nicht, also große Diskussionen gerade, zum Beispiel auch gerade in München, ich bin sozusagen in München, ein Alkoholverbot oder nicht. Und das hat alle möglichen, das ist ein super vielschichtiges Thema, da kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein und das ist völlig normal. Oder wenn jetzt irgendwie die Zahlen hochgehen, München ist es ganz kurz vor 50 und das wird auch zum Beispiel für meine Arbeit als Medienpädagoge irgendwie einiges ändern, wieder möglicherweise, dann müssen wir wieder alles wieder neu denken. Und da ist einfach die Frage, was schränkt mir dann eher ein? Welche Maßnahme ziehen wir hoch? Geben wir da eher, lassen wir eher die Schulen auf oder machen wir halt eher dessen das zu? Und was ist mit den Gaststätten? Und natürlich freuen sich da nicht die Gaststätten, wenn sie zugemacht werden oder die Eltern, wenn die Schulen zugemacht werden. Und irgendwo muss eine Abwägung sein und natürlich wird es da immer Kritik geben. Und das ist natürlich normal und klar. Und da werden auch die verschiedenen Lobbygruppen, das ist auch normal, werden halt schreien, hey, hey, nicht bei mir, nicht bei mir. Aber das ist ganz normal in der Gesellschaft und das findet auch statt. Und das muss auch stattfinden. Und die Leute müssen auch gehört werden. Aber wenn irgendwelche Leute ankommen mit irgendwie, ja, aber da gibt es irgendeinen Typ, der war früher mal irgendwie, hat ja mal irgendwie mal dem mal Arzt und der sagt irgendwas, was völlig widerlegt ist und den muss ich jetzt unbedingt, der muss jetzt unbedingt gehört werden. Nein, es gibt wirklich viele tolle Stimmen, die unterschiedlicher Meinung sind und die unterschiedlich diskutieren und die müssen gehört werden und die werden im Großen und Ganzen auch gehört. Und nicht jeder YouTube-Dulli, der ankommt und ein paar Follower hat und aber einfach schlussendlich primär populistisch agiert und sich nicht die ernsthaften Argumente und die ernsthafte Wissenschaft und sagt so, ja, Masken bringen doch gar nichts. Wir wissen ja, dass eigentlich ein Großteil der Bevölkerung diesen Corona-Maßnahmen positiv gegenübersteht. Die finden das ja, die meisten finden das ja gut. Das Dumme ist, dass unsere Medien und wir selber natürlich auch unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, wo es kracht, wo laut gebrüllt wird. Und so schauen wir uns die Covidioten an, die Corona-Leugner, Corona-Gegner, wie man es auch immer sagen soll, die mit Nazis mitmarschieren. Und dann gucken alle da drauf und denken, ja, das ist das, worüber wir diskutieren müssen. Dabei ist das überhaupt nicht richtig. Eigentlich sollten wir anerkennen, dass die meisten Menschen in diesem Land sich verdammt verantwortungsbewusst verhalten haben, das weiterhin tun und wir alle eigentlich zusammenhalten und alle auch diese Maßnahmen stützen. Und deshalb finde ich unsere Aktion auch so cool, weil es einfach nochmal zeigt, Leute, wir können es zusammen schaffen. Lasst uns auf unsere Gemeinschaft schauen, auf das schauen, was wir alle tun können und dann kommen wir auch irgendwie durch diese Krise durch. Sehr gut. Wir haben eine ganze Menge Stimmen gesammelt, die genau das unterstützen. Alles klar. Danke dir. Bis bald. Gerne. Ciao.